Herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video von eurem Chrismur. Hier seht ihr diesmal kein Einzelspieler-Rennen, sondern eine tägliche Herausforderung. Das heißt, man misst sich mit der gesamten Community von Dirt Rally. Und das Besondere daran ist, du kannst dieses Event nur einmal fahren, danach nicht mehr. Und deswegen darf man nicht stolpern oder sich drehen, weil, wie gesagt, man kann sich nur einmal fahren und alles kostet eine Zeitstrafe oder überhaupt Zeit. Und deswegen fahre ich hier ein bisschen vorsichtiger, das merkt man glaube ich sogar. Ich bin mit Schneestrecken halt noch nicht so gut auf dem Fuß. Okay, wir sind halt in Östra-Hinsjön, Mittagsonnig mit einem Subaru Impreza WRX von 2011. Es gibt noch einen älteren, den fand ich auch schon sehr geil, aber der hier geht auch. Das merkt man glaube ich sogar, dass ich mit dem klarkomme. Ihr wollt eigentlich nicht wissen, wie es aussieht, wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem fahre, wenn ich nicht gut fahre, also mit dem anderen Wagen. Ja, am Ende habe ich euch natürlich wieder angehängt, das Ganze nochmal in Cockpit-Perspektive und dann seht ihr natürlich noch die Ergebnisse. Ich bin glaube ich im oberen Drittel gelandet, was für meine Verhältnisse schon ganz gut ist. Ich bin eigentlich ein sehr guter Fahrer, aber Dirt Rally ist echt hart. Ja, und ich hoffe, euch gefällt's. Lasst mal einen Kommentar da, wie ihr es findet. Und guckt euch unbedingt nochmal das davor an. Das war im Einzelspieler. Und jetzt weiter noch viel Spaß mit dem Video. Euer Chrismur. Bis zum nächsten. Links 6. Rechts halten über Kuppe. Welle 60. Rechts 2, halb lang. Rechts 5, 80, durch 6. Rechts 2, halb lang.
Links 3, macht auf, 60, überlassen Kuppe. Rechts 5, 80, Kuppe. Links 4, macht zu über Kuppe, 60, überwälzt. Rechts 5, 80, durchsenken. Vorsicht, rechts 4, über Kuppe, macht auf, über 80. Links 5, übersprungen. Rechts 5, in rechts 5, innen. Rechts 5 lang, verläuft über Welle und links 5, 40. Rechts 5 lang, 40. Welle senke. Rechts 4 über Kuppe, Welle 60 über Welle. Links 5 lang, verläuft über Kuppe, vielleicht Sprung 40 bis 10. Thank you.